Hallo zusammen. Bevor das Video jetzt losgeht, hier eine kleine Sache, die ich in Zukunft in meinen Videos immer sagen möchte, damit alle auch verstehen, um was es eigentlich geht. Das trifft nicht auf jedes Video zu, aber dieses hier werde ich vor allem meine Videos in Zukunft schneiden. Zunächst mal. Ich verwende in meinen Videos oft Satire, Sarkasmus und Ironie. Ich verwende in meinen Videos oft Aussagen, die oft gar nicht so gemeint sind, wie sie rüberkommen. Deswegen solltet ihr in Zukunft bitte ein bisschen mehr drüber nachdenken, was ich sage und vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie ich es gesagt habe oder wie ich es gemeint haben könnte. Ich habe in meinem Leben zu viel Schmerz, Leid und Hass mitgemacht, als dass ich das jemandem anderen wünschen würde. Deswegen glaubt nicht, wenn ich sage, ey, fick dich oder leck mich am Arsch oder du bist voll der Assi oder sonst was, dass ich das immer gleich böse meine. Meistens ist es einfach nur die Aussage, dass ich einfach jemanden nicht ausstehen kann, weil er einfach wieder mal nur zu oberflächlich ist. Um es jetzt zum Ende zu bringen, wenn ich etwas ankündige, wenn ich etwas sage oder etwas tue, denkt erst drüber nach. Und wenn ich etwas ankündige, heißt es nicht zwangsläufig, dass es auch kommen kann. Leider kann man sich nicht immer aussuchen, wie man es machen möchte. Oft haut es einfach vom Equipment oder vom technischen Know-how nicht hin. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Drache. Viel Spaß. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen zum Dragon Monday. Oh yeah, bevor wir loslegen mit dem Intro, habe ich heute folgende Themen für euch. Vom Video habe ich eine Aussage getroffen. Jetzt hat La. Möchte ich zum Thema Drachen-LP mal was sagen, weil viele jetzt Angst haben, es kommt kein Drachen-Lord mehr, es kommen nur noch Drachen-LP-Videos, bla. Dann möchte ich mit euch mal über das Thema Drachen-Headbanger sprechen, weil ich war in der Disc am Wochenende, habe jetzt Ultra-Genickschmerzen, weil es mittlerweile wieder einigermaßen geht, und auch beschlossen habe, dass ich da wieder irgendwas mache, wurde mal Zeit langsam eigentlich, sollte da jedes Wochenende was kommen, da wird aber nicht jedes Wochenende was kommen. Dann, wie meine Woche so war, was ich die Woche so gemacht habe und so weiter. Wenn ich die Zeit jetzt ziemlich viel mache und immer sage, ich arbeite so viel und dann glaubt mir immer jeder nicht. Und ich zupfe gerade an meinem Shirt rum. Ja, und zuletzt möchte ich noch ein bisschen was zu Weihnachten sagen. Gut, haben wir wieder eine Menge vor. Viel Spaß mit dem Intro und dann sehen wir uns gleich mit dem ersten Punkt. Ja, die Aussage von meinem Video. Ich habe beschlossen, ein bisschen so mehr in diese Arschlochrolle zu rutschen, in die mich sowieso viele versuchen zu drängen, dass mir einfach scheißegal ist, ob die Hater mich hassen oder mich lieben. Was genau daraus wird, werden wir im neuen Jahr sehen. In erster Linie geht es da ums neue Jahr, aber jetzt die letzten paar Monate mache ich das auch noch. Es wird übrigens demnächst noch einen Jahresrückblick geben. Ich werde den jetzt schon machen in der nächsten Zeit, weil ich kann den nicht später machen, weil ich später leider keine Zeit habe dafür. Es ist Weihnachten oder es geht auf Weihnachten zu und das Jahr ist ziemlich vorbei und naja, da hat man ziemlich viel zu tun. Kennt man ja. Was soll ich dazu sagen? Drachen-LP ist wieder so eine Sache. Viele labern immer rum, jetzt kommt noch Let's Plays, hör mit dem Scheiß auf. Tatsache ist, dass ich mit den Let's Plays ursprünglich erfolgreicher war wie mit Drachenlord und dass da eigentlich der Punkt lag, der mir wirklich gefallen hat mit meinen Videos. Ich habe die dann immer mehr vernachlässigt, habe dann angefangen mehr aktiv was mit Drachenlord zu machen und habe dann das immer weiter in den Schatten rücken lassen. Leider. Was willst du gut sagen? Viele kennen mich noch von Drachen Games vielleicht. Drachen Games LP war damals mein Kanal. Der war mir dann aber vom Namen her zu lang und hat auch andere Macken gehabt und das hat mir nicht gefallen. Im Nachhinein habe ich es bereut, dass ich ihn gelöscht habe, weil da waren gute Let's Plays auch mit drauf. Aber bringt hier alles nichts. Dann würde ich sagen, zum Thema LPs. Es wird definitiv mehr Let's Plays geben als früher. Also als jetzt in den letzten, im letzten Jahr. Es wird im neuen Jahr jetzt wieder mehr auf Let's Plays auch zulaufen. Drachenlord braucht ihr aber keine Sorge haben. Drachenlord werde ich nicht vernachlässigen, keine Sorge. Ich habe mich da schon mit verschiedenen Punkten auseinandergesetzt und ich werde da definitiv Drachenlord nicht vernachlässigen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass 2 Videos die Woche auf Drachenlord kommen. Ansonsten kommt nahezu jede Woche 1 bis 2 Videos auf meinem Let's Play Account. Das ist momentan nicht ganz machbar. Das sind im Prinzip technische Daten von Drachen-LP, das geht unter anderem um Grabber und alles. Wäre jetzt zu langfristig, das auszuwerten oder darüber zu sprechen, aber wenn ich alles wieder im Griff habe mit meiner Technik, speziell mit meinem Laptop und mit meinem Grabber, dann dürfte jedes Wochenende jede Woche 1 bis 2 Parts kommen pro Tag. Ob ich das wirklich jede Woche durchhalte, weiß ich noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. So, ansonsten hätten wir dann noch das Thema Drachen-Headbanger. Drachen-Headbanger ist so eine Sache.
Ach so, noch mal kurz zu Drachen-LP gesagt, bevor jetzt wieder irgendjemand rummault. Mach das nicht, das interessiert kein Schwein. Ist mir scheißegal. Mir geht es in dem Fall nicht um die Aufrufzahlen, mir geht es in dem Fall einfach darum, was ich gerne mache. Denn im letzten Endes ist es das, was ich gerne mache. YouTube ist das. Ich mache YouTube, weil ich daran Spaß habe, nicht weil jetzt tausende Leute meine Sachen schauen. Auch wenn viele das anders behaupten. Ja, natürlich. Ich verdiene mit YouTube Geld. Bin vielleicht nicht. Ich bin nicht nur von YouTube abhängig. Ich verdiene auch noch anderweitig was. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich verdiene mit YouTube Geld. Ich möchte aber nicht hergehen und jetzt soll das sagen, ich mache das nur wegen des Geldes. Ja, ich mache es zu einem gewissen Teil wegen dem Geld, aber nicht nur. Und in erster Linie geht es mir um den Spaß und den habe ich auch immer wieder aus den Augen verloren. Habe dann wieder angekündigt, dass ich ihn mache, wie man mich erkennt, und dann habe ich ihn doch wieder aus den Augen verloren und alles. Und ich möchte einfach mal wieder schauen, dass ich mal wieder ein bisschen zu meinen Wurzeln zurückkomme. Quasi mal back to the roots. Drachen-Headbanger ist im Prinzip genau derselbe Punkt. Drachen-Headbanger. Ich habe auf meinem Let's Play-Account, auf meinem Drachen-Lord-Account damals nur gehadbangt. Das waren meine ersten Videos. Da kommt in der nächsten Zeit auch ein Video zum Thema Headbangen und etwas. Da habe ich heute schon ein bisschen was gedreht. Da kommt auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Und worauf ihr euch auf jeden Fall freuen könnt, ist auch ein Headbanger-Video zu einem Lied. Dazu kommt auf Drachenlord auch noch ein Video. Ein Lied von Disturbed, das gegen Selbstmord ist, oder besser gesagt, Leute auf Selbstmord aufmerksam macht und auch Leuten zeigt, dass man sich helfen lassen kann. Am Anfang von dem Lied, das werde ich euch mal in der Videobeschreibung verlinken, aber dann halt von dem Video später, vielleicht hier jetzt auch, wenn ich dran denke. Ansonsten, ich denke wahrscheinlich wieder nicht dran. Ja, werdet ihr es halt spätestens bei dem Video sehen. Ich werde auch ein Video zum Thema Selbstmord machen, um ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, denn ich war tatsächlich auch schon in dieser Situation, dass ich Selbstmord begehen wollte. Das ist schon einige Jahre her. Was heißt einige Jahre? Das ist schon viele Jahre her mittlerweile, da war ich noch in der Schule. Nein, Hate, ihr braucht euch jetzt nicht beim Brüsten, das ist nicht euer Verdienst gewesen. So. Wie auch immer, jedenfalls ist das schon viele Jahre her und ich habe deswegen auch ein bisschen Erfahrung, was das Thema Selbstmord angeht. Zum Thema Headbanger kommen da noch ein paar andere Videos. Ich habe da zwei Videos aufgenommen. Einmal zum Thema einfach nur wegen Headbanger und einfach wegen so, im Prinzip soll das, es ist im Prinzip eher so irgendwas wie ein kleiner Kanaltrailer. Und das andere wird sowas sein wie, ja, ein bisschen halt. Und das andere wird sowas sein wie, ja, ein bisschen zum Thema Headbanging, Circle Pit, Mosh Pit und so weiter und so fort. Habe mich ein bisschen über die verschiedenen Sachen manchmal ausgelassen. War meine Woche eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ja, ihr wisst ja, ich schreibe mir immer nur Stichpunkte auf. Meine Woche war eigentlich an sich ganz okay. Ich habe die Woche viele Videos gemacht, ich habe diese Woche viel geschnitten, viel gerendert. Viele haben sich beschwert, weil die ganze Zeit Let's Plays gekommen ist und nichts anderes. Dabei ist jetzt am Sonntag nochmal ein Video gekommen, das kam jetzt sehr spät, ich gebe es zu, weil ich habe es eigentlich schon hochladen wollen. Das sollte eigentlich schon heute Morgen online sein, aber da hat es ein Problem mit dem Hochladen gegeben, musste ich es nochmal neu hochladen. Wie auch immer. Auf jeden Fall möchte ich da nur noch mal sagen, es wird in Zukunft nach wie vor zwei Videos auf Drachenlord geben. Hoffe ich. Ich werde mein Bestes geben, dass es auf jeden Fall weiterhin kommt. Und ich werde mich im neuen Jahr, das möchte ich noch mal ganz deutlich dazu sagen, ich werde mich im neuen Jahr auf drei Formate beschränken auf Drachenlord. Dragon Monday, der jeden Montag kommt, es sei denn, es gibt eine Ausnahme. Drachenlord, das auch kommen wird, wenn es kommt. Das gleiche bezieht sich auf Time of Metal. Diese drei Formate werde ich machen. Das werden Formate sein. Abgesehen von diesen Formaten kommen ab und zu mal irgendwelche Quatsch-Videos oder Trash-Videos oder sowas. Zum Thema, wo ich jetzt zum Beispiel hatte mit diesem Thema Selbstmord. Aber auch zum Thema, wenn ich jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, ich weiß da noch nicht genau was. Ja? Also irgendwelche Videos kommen da zum Thema öfter mal. Aber in Zukunft möchte ich mich auf diese Themenformate beschränken. Auch weil ich da eine bestimmte Gruppe an Idioten ausklammern möchte, die mich hier die ganze Zeit zum Affen halten, oder besser gesagt, meinen, dass sie mich zum Affen halten. Dabei habe ich sie die ganze Zeit ausgenutzt und die merken es noch nicht mal. Und ja, ihr wisst genau, welche Gruppe ich meine. Gut, die können das so gerne so lange leugnen, wie sie möchten, aber ich habe jeden von euch verarscht, der mich verarschen will. Und das merkt ihr noch nicht einmal. Ja, ihr habt viel über mich rausgefunden, aber mich interessiert es halt einfach nicht. Und nach 2 Jahren sollte das eigentlich jedem mittlerweile klar sein. Und damit sind wir beim letzten Thema. Weihnachten.
Lol, jetzt schneit's hier drinnen. Klasse. Und die Musik her. Musik aus. Unglaublich. Na gut, sonst kriege ich hier wieder Probleme mit der GEMA. Das hatte ich sowieso erst vor kurzem das Problem. Fucking GEMA. Okay, egal. Zum Thema Weihnachten möchte ich mal sagen, es gab jetzt bereits das Video, wo ich den Adventskranz gemacht habe. Das ist nicht so krass und es ist auch kein Duels-Video oder wie nennt man das? Es ist auch kein Video, wo ich euch wirklich punktgenau zeige, wie das funktioniert. Sowas könnte ich eventuell auch mal machen, aber sowas würde ich mich auf nächstes Jahr beschränken. Da würde ich nächstes Jahr sowas machen. Dieses Jahr ist noch geplant. Ich habe hier noch einen solchen Zweig von meinem Adventskranz. Ist noch einer übrig geblieben, ein schöner großer. Da würde ich auch gerne noch ein bisschen was draus machen, aber da muss ich erst mal gucken, ob ich mir ein bisschen was besorgen kann. Was so Schneespray möchte ich mir da noch besorgen und ein bisschen Glitterzeug. Dann kann man da auch mal irgendwas draus machen. Das werde ich euch auch noch zeigen. Das kann man dann so an die Decke hängen. Ansonsten, zu dem Thema Weihnachten möchte ich eigentlich noch ein Video machen, wo ich Plätzchen backe. Das Problem ist bei Plätzchen backen, dass ich das noch nicht so oft gemacht habe und deswegen mich erstmal da reinfuchsen muss. Ich habe eine Freundin, die macht sowas, beziehungsweise es ist die Freundin von einem Kumpel, aber halt auch eine Freundin von mir. Und ich wollte sie sowieso mal fragen, ob sie mir mal ein Rezept geben kann, weil sie halt auch Metal hört und er hört auch Metal und alles. Und die haben mir neulich, wie ich bei ihnen war, so Heidenplätzchen gegeben. Fand ich ziemlich cool. Muss ich sagen, muss ich mal schauen, wie die gehen, dass ich dann so mal ein bisschen Metal in die Weihnachtszeit bringe. Denn Metal und Weihnachten, das schließt sich ja nicht aus, auch wenn es immer viele sagen. Gut, aber dazu komme ich auch auf Drachen-Headbanger noch irgendwann mal. Mettler wollen schockieren und manipulieren. Mettler sind ein bisschen schwieriger, als manche denken und sind vor allem viel geistreicher, als viele denken. Naja, ist auch egal. Darum geht es heute auch überhaupt nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drachenlord. Sayonara und bis zum nächsten Mal. Ciao. Musik aus! GEMA, Herrgott! The jingle hop.